Ich bin noch immer in der Halle 7, bin jetzt allerdings bei der Schwabengarage angekommen und möchte mir hier ganz gerne den Nugget Plus anschauen. Weltneuheit, basierend auf Ford mit festem WC. Wollen wir mal schauen. Der Nugget ist gut besucht, was meine Wartezeit, was die Filmerei angeht, natürlich etwas beeinträchtigt. Ich muss immer erst warten, bis ich freie Bahn habe. Auch beim Nugget gibt es ein schönes Regendach. Die Heckklappe schwenkt richtig schön gerade hinten raus. Macht das Beladen, Entladen im Regen oder auch bei Schnee deutlich angenehmer. Würde ich mir manchmal auch wünschen bei meinem. Von der Höhe geht das auch in Ordnung. Ich bin 1,80 und habe hier noch genug Platz, so dass nicht die Gefahr besteht, dass man sich dauernd die Rübe anschlägt. Das Cockpit ist Ford-typisch, viele Knöpfe. Beim Design der Drehwähler hat sie die Kreativität verlassen. Jetzt werfe ich mal einen Blick in den Innenraum. Ich stehe im Ford Nugget Plus, der Weltneuheit, ausgestellt von der Schwabengarage hier auf der CMT. Fahrzeug überrascht mich. Ich bin das erste Mal in meinem Leben in einem Ford Nugget. Ich hatte den bisher noch nie auf dem Radar. Aber ich muss sagen, der hat ein paar interessante Lösungen. Detaillösung auch, sei es von der Geschirrhandtuchhalterung über die Regenschirmhalterung. Jetzt ist ein WC mit dabei. Der Kühlbereich ist für einen Campingbus, was er eigentlich immer noch ist, relativ groß. Schöne Küche, in der man sicherlich gut arbeiten kann. Ablagefläche ist vorhanden. Also hier wird wirklich das Beste rausgeholt aus wenig Platz. Das Hochdach macht es natürlich sehr angenehm. Man kann ohne Probleme aufrecht stehen. Die Küche ist im L-Format designt, genug Platz und Ablagen, untenrum sehr viel Stauraum, jeder Quadratzentimeter wird ausgenutzt. Auch an das Thema Kühlen wird gedacht, es gibt eine gut dimensionierte Kühlbox. In geschlossenem Zustand dient die Kühlbox als Arbeitsfläche, dann gibt es natürlich auch einen Kochbereich, zwei Brenner mit Piezozündung, etwas Ablagefläche und natürlich das obligatorische Waschbecken. Jeder Quadratzentimeter, der sich findet, wird als Lagerfläche verwendet. Und was versteckt sich hinter dieser flexiblen Abtrennung? Man mag es erraten, das neue WC. Hier sind wir jetzt bei der eigentlichen Neuerung vom Nugget Plus. Wir haben eine fest eingebaute Toilette mit an Bord. Der Zugang zur Toilettenkassette ist sehr einfach. Einfach Metallteil wegnehmen, fertig. Oberhalb der Toilette gibt es noch ein Fach für Hemden und gegenüber den Anschluss für die Außendusche. Badezimmerschränkchen dürfen auch nicht fehlen, eins ist sogar mit schönem Spiegel ausgestattet. Das klappbare Waschbecken hier hinten im Hintergrund ist ein bisschen lustig, ist magnetisch befestigt, sehr klein. Was man da jetzt wirklich waschen soll, weiß ich nicht. Man hat ja in der Spüle eigentlich das normale Waschbecken. Geschmackssache, vielleicht kann man es verwenden für, keine Ahnung. Schade ist, dass ich das Bett jetzt nicht zeigen kann. Das hätte mich wirklich interessiert, aber hier steht, man darf das nicht alleine bewegen. Daran halte ich mich natürlich. Aber ansonsten, ja, kann man sich hier schon wohlfühlen. Das hier oben ist eigentlich ein Dachfenster, nur wurde jetzt hier eine Lampe eingebaut zur besseren Ausleuchtung des Fahrzeugs an der Messe. Thank you.